Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Hallo und herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo und heute in dem Video dreht sich alles um die Deftones und deren Album White Pony, welches 20 Jahre alt wird. Doch bevor wir mit dem Video starten, ganz wichtiger Verbraucherhinweis. Wir haben eine eigene Telegram-Gruppe, die Moshpit Passion Army Group. Und ihr könnt ein Teil davon werden. Was ihr tun müsst, ganz einfach. Schaut mal bei uns in den Kommentaren unten rein. Da habe ich euch das Ganze verlinkt. In der Gruppe bekommt ihr Updates, könnt Reviews lesen, an Gewinnspielen teilnehmen und vieles, vieles mehr. Also einfach mal unten raufklicken und vorbeischauen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil von unserer Moshpit Passion Army Group werdet auf Telegram. Und damit gehen wir direkt über in unser Hauptthema, und zwar die Deftones. White Pony, es wird 20 Jahre alt und anlässlich des Geburtstages hat die Band sich etwas Besonderes einfallen lassen, und zwar das Album nochmal neu rauszubringen. Und zusätzlich nochmal ein Remix-Album beizulegen, natürlich White Pony in einer Remix-Form von 11 verschiedenen DJs und sonstigen Künstlern, ja, neu überarbeitet. Und das Ganze nennt sich Black Stallion, gibt es ab sofort überall zu kaufen, natürlich auch im Stream oder. Auf die Vinyl-Version müsst ihr noch ein bisschen warten. Eine Version kommt, glaube ich, ja, im Februar, die zweite im April. Weiteres dazu, wo ihr das Ganze kaufen könnt, schaut mal auch unten in den Kommentaren nach. Ich habe euch da alles verlinkt, da seid ihr bestens versorgt. Und hier, ja, das feine Stück, was gibt es dazu zu sagen? Ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen und erahnen. Das ist ein Digipack. Ich bin persönlich kein Fan von Digipacks, aus dem einfachen Grund, wenn die CD runterfällt, hast du eine Macke drin. Oder wenn das auch im Schrank steht und das schabt dann irgendwie am Cover, das nutze ich halt sehr, sehr schnell ab. Oh, finde ich immer sehr, sehr schade, gerade hier, weil man sieht, da wurde Geld investiert. Es ist, ja, so eine Lackierung ist hier drauf. Sehr, sehr schön und hochwertig. Hinten auch so kleinere Dinge sind hier gehighlightet. Auch wieder ein sehr, sehr tolles Design, muss man dazu sagen. Passt halt zu den Deftones, was sie schon immer irgendwie gemacht haben. Auch ein super, super Booklet mit schönen Bildern. Da waren die noch richtig jung vor 20 Jahren, als sie das hier alles aufgenommen haben. Und ja, was gibt es zu veröffentlichen zu sagen? Ich glaube, Black Stallion ist, glaube ich, so der Hauptaugenmerk, warum sich viele das hier zulegen werden oder schon vielleicht zugelegt haben. Unter anderem sind da Künstler vertreten wie Robert Smith oder Mike Shinoda. Ja, Robert Smith, The Cure, die Band, Deftones und The Cure, ganz, ganz großer Einfluss. Und die haben auch 2003, 2004 bei den The Cure, das war so ein MTV Special, haben die auch da eine Show gespielt oder einen Song performt, besser gesagt. Und Mike Shinoda, Linkin Park, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Ja, Linkin Park waren ein Support von den Deftones, waren auch hier in Europa gemeinsam unterwegs. Und was aus Linkin Park geworden ist, das muss ich ja, glaube ich, nicht irgendwie noch groß hier erläutern. Was mir hier auffällt, ist bei der White Pony sowie bei der Black Stallion der Song Pink Maggot, das ist der letzte Song. Die ja jetzt das Video hier schauen und Deftones hören und auch Die Hard Fans sind, die kennen die Geschichte, und zwar Pink Maggot, sag ich mal, ist eine Art Demo-Song, wurde nicht rechtzeitig fertig, trotzdem ist er irgendwie aufs Album gelandet, und die Band hat dann nach dem Release sich nochmal hingesetzt, hat an dem Track gearbeitet, und daraus entstanden ist der Song Back to School. Ihr habt richtig gehört, Back to School ist eigentlich, ja, ich will nicht sagen Abfallprodukt oder Zufallsprodukt, aber irgendwie doch schon von Pink Maggot. Mir persönlich fehlt das hier drauf, weil zumal Back to School wurde als Videosingle damals sogar veröffentlicht. Finde ich sehr, sehr schade. Ja, ist nun mal so. Aber naja, was damals noch interessant war, ich glaube, es gibt sogar ein paar Versionen, wo der Song drauf ist, Back to School, und bei manchen wurde einfach nur so ein Download-Code hinzugefügt. Ja, so war das halt damals. Heutzutage ist das alles kein Problem mehr durch Digitalisierung und Streaming. Und ja, das gibt es das hier zur Platte zu sagen, ne? Also sehr, sehr schön gemacht. Auch die Songs sehr, sehr interessant, sind halt komplett elektronisch gehalten. Passt aber auch zu den Deftones. Wer sich ein bisschen mit denen beschäftigt, Stichpunkt Saturday Night Worst
und ja, hatten immer schon eine große Affinität zur elektronischen Musik. Und ich dachte mir, ich quatsch mal so ein bisschen hier, ne, über das Kultstück White Pony. Das ist Wahnsinn, ne? 20 Jahre ist das gute Ding jetzt alt und markierte auch so einen Wendepunkt, kann man doch schon so sagen. Dritte Album in der Diskografie einer Band ist immer so, da muss was kommen, ne? Das muss nochmal alle überraschen und umhauen, nochmal echt alles toppen. Das hat die hier echt geschafft, die Jungs mit White Pony. Und war auch gleichzeitig ein Umbruch, wenn man das so sieht von der Vision, die die damals hatten, weil diese New Metal Welle war auf dem Höhepunkt und man wollte da nicht irgendwie dazugehören, aber gleichzeitig wurde man da irgendwie reingedrückt und das ist auch noch etwas, wo die Deftones heutzutage, ich will nicht sagen, dran zu knabbern haben, aber es ist ihnen unangenehm, mit Bands wie mit Korn in Verbindung gebracht zu werden oder sogar mit denen zu touren. Ich hatte ja vor 5, 6 Jahren mal ein Interview mit Brian Head Welch und da kam das halt so auf, dass Brian sagte in dem Interview, nicht hier bei Moshpit Passion, das war noch bei meinem alten Magazin, dass er sagte, er kann sich das nicht vorstellen, dass die Jungs noch mal irgendwie mit denen touren möchten. Auch klar, wenn die Fans das sehr, sehr gerne wollen würden, die haben eine ganz andere Version. Es ist natürlich sehr, sehr schade und ich persönlich glaube auch, dass die Leute das unterscheiden können. Ja, so sind die halt. Aber naja, muss halt jeder wissen, was er macht. Und zu der Platte hier selber, da sind echt auch nur Hits drauf, ne? Fangen wir mal an mit den Videosingles Digital Bath. Wahnsinn, ne? Also, was mich hier auch wundert, ist ein recht langsamer Song, wurde hier relativ am Anfang gesetzt. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dann natürlich, was haben wir hier? Change. Einer der stärksten Songs überhaupt, auch eine sehr, sehr starke Videosingle und dann halt Pink Maggot, woraus Back to School entstanden ist. Super, super Ding. Aber auch natürlich die ganzen anderen Songs wie Knife Party, Streetcar, E-Light. Und. Also, es ist echt so ein Album, das legst du auf, hörst es rauf und runter und rauf und runter. Und das ist einfach zeitlos. Auch sehr, sehr für Deftones-Verhältnisse avantgardistisch gehalten. Haben die ein oder andere Sache, sag ich mal, auch übertrieben mit den Instrumenten, den Ideenspektrum, wo sie sich damals bewegt haben. Wenn man sich die Anfänge anhört, das ist doch dann sehr, sehr roh gehalten. Und hier, das war echt nochmal komplett anders, ein komplett anderes Level. Sehr, sehr anspruchsvoll und hoch. Ist ein super Ding. Und ja, mich freut es natürlich, dass so ein Album nochmal eine ganz andere Gewichtung bekommt durch so ein 20 Years Anniversary. Ist natürlich blöd durch Corona, dass die Band das nicht promoten kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Konzerte nachgeholt werden, wo das Ding halt einen Fokus bekommt. Wird halt natürlich Sinn machen. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich lege das jetzt mal hier zur Seite, aber man kann es hier schon sehen, die Herren, die haben ein neues Album draußen. Das ist im September rausgekommen. Ohms. Fragt man sich auch, warum bringt die Band ein neues Album raus? Ein paar Monate später, nicht ein neues Album, ja doch schon, Black Stallion ist ja ein neues Album, aber es war sehr, sehr komisch. Und dann auch in der Weihnachtszeit kann man natürlich sagen, man braucht da nochmal eine kleine finanzielle Spritze. Aber ja, ich glaube, das wird auch so ein Mix sein, Ohms und White Pony. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist so, sag ich mal, auch so ein Album, was sehr, sehr avantgardistisch gehalten ist. Das Neue hier. Einige sagen sogar, es ist das Beste seit White Pony. Ich persönlich finde es nicht das Beste seit White Pony. Ich würde es eher sogar als eines der schlechteren Deftones-Alben ansiedeln. Das ist meine persönliche Meinung. Hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt. Muss ich mir noch ein paar Mal vielleicht anhören. Aber naja, wichtig für die, die das jetzt hier sehen, noch nie was von Deftones gehört haben oder vielleicht doch schon, sich aber nie irgendwie mit denen auseinandergesetzt haben, da habe ich etwas hier vorbereitet und zwar kann ich euch ein paar Platten von den Herren empfehlen. Da hätten wir zum einen die hier, Saturday Night Verse, sehr, sehr kontrovers, auch innerhalb der Szene diskutiert. Wieso? Ja, das Album kam 2006 raus im Herbst. Damals und davor hatte die Band ja einige interne Probleme. Chino Moreno ist mitten in den Aufnahmesessions zu der Platte hier abgehauen, hat alles unterbrochen, ist mit Team Sleep auf Tour gegangen und dann ja kam es zur großen Aussprache ein Jahr später und hat gesagt: So, ja, Deftones, das möchte man hier nicht irgendwie an ACTA legen. Man möchte weitermachen, man möchte
Ja, das, was man da hatte, die Differenzen beiseite legen und an einem Album arbeiten, weiterarbeiten. Dann ist das hier entstanden, eines meiner Lieblingsalben. Super, super Ding. Auch nochmal eine komplett andere Seite von den Deftones und auch super, super Songs und Hits drauf. Das ist auch so wie White Pony: Das Ding legst du auf, kannst es rauf und runter hören. Das ist immer noch zeitlos. Es wird irgendwann nicht langweilig und ich glaube, die ganze Tracklist und auch die Geschichten hinter den Songs, die sind einmalig und auch natürlich sehr, sehr typisch für die Deftones, das alles in deren Rahmen gehalten. Und dann natürlich die dritte Platte, wo ich sage, so, ups, geht das? Ja. Das muss in jeder Sammlung rein, wenn man sich mit der Band beschäftigt. Und zwar, ja, das Self-Titled von 2003. Also man kann gut eine kleine Reihe sich hier bilden. Als erstes holt man sich natürlich White Pony. Geht dann rüber in das Self-Titled und zum Schluss Saturday Night Wars. Aber hier drauf zu sprechen, auf das Self-Titled, was macht das so besonders? Es zeigt die Band auch mal wieder von der anderen Seite. Es ist sehr, sehr düster, hart, gitarrenlastig. Es ging den Bandmitgliedern zum damaligen Zeitpunkt nicht besonders gut. Das hört man auch hier raus. Es ist sehr, sehr brutal. Aber auch sehr, sehr schöne Songs sind hier drauf, wie Hexagram oder was kann man hier noch empfehlen? Genau, Deathblow, Battle Axe, Lucky You und auch wieder sehr, sehr schöne Songs. Und ja, das würde ich so sagen, diese drei Alben hier, das ist so die Quick-Essenz der Band. Ich habe das mal hier so chronologisch von rechts nach links hier rein in die Kamera. Das sind die Deftones. Natürlich haben die auch noch weitere Alben veröffentlicht oder auch davor, die gut sind, die auch wegweisend waren. Aber das ist so musikalisch, wo ich sage, ey, diese drei Dinger, die sind's ganz einfach. Und was mich interessieren würde, wie ist eure Meinung? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Habe ich hier etwa ein Album jetzt außen vor gelassen, wo ihr sagt, ey, das ist aber genauso wichtig? Oder stimmt ihr mir dazu? Würde mich sehr, sehr interessieren. Oder auch, ob ihr euch hier das feine Stück zulegt. White Pony, Black Stallion. Wie findet ihr auch Black Stallion persönlich? Braucht man das? Ist es überflüssig? Würde mich sehr, sehr interessieren, mit euch zu diskutieren. Unten in den Kommentaren. Das soll es auch heute hier gewesen sein von unserem kleinen Special. Ich kann euch raten, schaut in den nächsten Wochen bei uns regelmäßig vorbei, weil da gibt es noch einige Sachen, Stichpunkt Thrash Whiplash und dann gibt es noch mal eine große Jahresabschlussshow, also Weihnachten und Silvester auch noch mal da drin, ein bisschen gemischt für euch für die Feiertage. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ich bin raus und ciao.